willkommen zurück zu Visera Clean Up the Time bei der Band Anshee. Und ich bin schon fett am Schlagzeug spielen. Mehr Zeug als Schlag, aber egal. Mehr Schlag als Zeug, meinst du wohl? Du hast das Zeug zum Schläger auf jeden Fall. Ja! Definitiv. Mit meinem geilen Mob, definitiv. Hi. Ja. Ich verfolgt schon wieder. Echt? Und dieser Folge, ja. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das weiß ich auch nicht. Hier ist ein Bein. Riech mal dran. Ich will dir lieber ins Gesicht schlagen. Ach, schön. Das ja, Schlimme, Leute? Damit du endlich mal wieder angenehmer riechst hier. Du riechst nämlich schon wieder das Bein. Ja, ich bleib jetzt hier stehen und streike erstmal. Alles klar. Das ist einfach gut jetzt, ja. Ja, aufhauen, Mob ist blutig. Wenn du es weitermachst, bei einer auch bald, glaube ich. Hier ist ein Darm. Ey. So, jetzt ist er blutig. So, jetzt kann ich dich mit Blut hauen. Hier, lutsch. Ah, das riecht richtig vorzüglich. Frische Wurst im Darm. Frisch vom Metzger. Vielleicht war er ja Metzger. Könnte meiner sein. Da, natürlich. Oder Wurst. Ne, das. Ja, definitiv der hier. Wir haben ja heute schon festgestellt, hättest du 15 cm mehr, wären 17 cm. Ich hab dir gesagt, komm nicht hinterher, wenn ich pinkeln gehe. Du hast wieder nur die Hälfte verstanden, ne? Ja, komm hinterher, wenn ich pinkeln gehe. Was? Aber guck mal, Leute, wie harmonisch wir die Kiste vollpacken. Da ist noch keiner tot. Kommt hinterher. Noch. Aber noch sind wir nicht an der Tür. Ja. Ich warte denn hier an der Tür. Oh ja, geh mal vor. Zufälligerweise rausgehen gerade? Nee, zufälligerweise nicht mehr. Ich bleib komplett das ganze Let's Play über diesen Raum eingeschlossen. Ah, okay. Also haben deine Zuschauer diesmal nichts zu sehen. Willst du damit sagen? Ich habe ein Fenster. Oh, eine Drängeliese. Ich weiß, was du hast. Vendetta, Schmetterling, komm. Ah, nein, es hat geklappt, ich glaub das nicht. Guck ihn ja an, wie er da liegt. Und der zweite folgt zugleich, ne? Aber, ich warte an der Tür. Hi. Räum mal deine Leiche hier weg. Ist ja unverschämt, dass du dich hier liegen lässt. Ah, wie ist das Feuer? Ja. Jetzt hüpft das wie so ein Blödel um mich rum. Komm rein. Ja. Angehucken! Oh ja! Hier, nehm ein Stück Hirn oder was auch immer das ist hier. Ich spiele aber nicht mehr mit dir. Ich spiele sogar an so pazifistischen Spielen wie. Also ich fand das gerade gut, muss ich sagen. Mir durchaus klar, liebe Paul. Echt? Ja. Ist ja ein Ding. Da muss ich ja meinen Titel von der letzten Folge ja nochmal wiederholen. Ja, du machst ja einfach, ne? Du tötest mich aber jede Folge, kannst du den Titel beibehalten. Ja. Sehr, sehr schlau, liebe Paul. So sehr, macht man sich das einfach. Tatsächlich, ich wollte gerade sagen, tatsächlich, ich habe alle Stühle weggeräumt, aber nein. Ja, ich wollte gerade sagen, das glaubst du ja wohl selbst nicht. Nicht mal ansatzweise. Am besten wäre noch ein Raum weiter, wieder 20 Stühle. Du meinst den Konferenzraum für die 100 Leute? Ja, genau. Ich will gleich mal eine Konferenz halten. Dann hast du aber sowas von Discord. Mobbing. Weil ich musste ja erzählen, dass Mobbing schlecht ist und Menschen traurig macht und so. Du musst das erzählen, ausgerechnet du. Ja.
Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, es anderen zu zeigen, dass Mobbing schlecht ist. Lass mich raten, ich bin ein Vorführobjekt? Ja, genau. Ich habe sowas schon geahnt, ja. Übrigens, ich habe Pelikan am Start. Dass du einen Vogel hast, weiß ich. Oh, hast du ihn im Spruch behalten, ja? Ja, natürlich hat den Spruch behalten. Ist ja nicht. Und gute Sprüche behalte ich. Ja, ja. Schlechte noch viel mehr. Du hast den Darm vergessen. Ja, sorry, der ist mir rausgeflutscht. Vor Freude. Hat mal viel Dreck. Naja, war nicht der Letzte, ne? Och. Also, wenn ich was produziere, dann ordentlich. Ja, das... denke ich auch mal. Aber den können wir noch mit... So, wer von euch isst denn gerade? Ja, der hat gegessen. Oder ich darf jetzt nochmal essen. Naja, ne? Doppelt verdaut, ne? Würde ich sagen. Ja. Flutscht doch gleich besser. Im wahrsten Sinne. Ich hoffe, für euch, ihr seid wieder Käuer. Denn das ist erstmal oder weiter kauen. Kann ich mich nur im Namen der lieben Powerwurzel entschuldigen. Wie, du entschuldigst dich. Was bist du denn für ein Lauch? Ich bin hier der Good-Mob. Ja. Ich bin der Good-Mob, du bist der Bad-Mob. Oh ja, damit kann ich mich definitiv identifizieren. Sehen Sie? Wie Sie sehen, und sehen Sie ein Bad-Mob. Jetzt melde ich nochmal das Copyright an als Titel, so. Ah. Ich wollte gerade sagen, da ich Bad-Mob bin, nehme ich das sowieso irgendwie. Ja, so machen das Bad-Mobs. Bad-Mobs. Ist ja dezent lustig, muss ich sagen. Ja, aber auch von mir. Okay, also in dem Raum wischen. Du weißt schon, dass du bei diesem Riesending mit dem Strom drin wischen gehst, ja? Und gegebenenfalls sterben muss, wenn es denn halt eben so sein muss, ja? Ihr habt jetzt schon Übung drin mittlerweile wieder. Ja, ja, ja. Das siehst du, das ist alles Übung. Das ist wie so ein Astronaut. Alles Training. Damit du genau weißt, wie das nachher abläuft, nur dass du halt eben auseinanderplatzt. Wie so eine Speckbombe. So. Specki Speck. Wer mag auch Speck? Ich mag Speck. Becken. Scheißdarm, komm her jetzt hier, Verräter. Er hat Scheißdarm gesagt. Ich darf auch mal ein Bad-Mob sein. Das war Bad? Oha. Dann wüsste ich dich ja nicht mal richtig Bad, Ellie. Ja, ich bin ja auch. Du böser Darm, du. Ich muss ins Bett. Ey, hier ist ein Stuhl übrig. Du Fuscher. Was ist hier? Hier ist ein Stuhl übrig, du Fuscher. Ich brauche nicht einen Stuhl. Dann leicht immer meine... Richtig, vor allem ein Stuhl, wenn ich mich gerade mal so umgucke. Aber ich habe gerade nur mich auf diesen Tisch hier konzentriert, weil ich da rumgerannt bin zum Müllsack. Ich habe schon gesagt, dass da noch welche sind. Mann. Was hast du eigentlich in der letzten Folge getan, außer nix? Sterben? Ja, okay. Was hast du denn sonst noch getan? Wieder zurücklaufen. Ah, Voice-Born. Ja. Naja, klingt plausibel. Das ist alles permanent hoch mit dir hier. Ich verliere die Hälfte. Tschüss. Ja. Wo war der nochmal hier, ne? Ja. Alter. Wie hier wieder alle durch den Gegend fliegen. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Aber ich glaube, wir müssen zwischendurch die Dingens hier leeren. Der Raum ist hier so langsam mit den Items überfordert. Ja, nee, mach, bevor sie rumpackt. Ich krieg die. Ah, doch, jetzt krieg ich den Becher. Tschüss, Becher. Schön mit dir. Das Becher. Ich werde das Becher mit dir vermissen, ja. Peter, weißt du, machen wir die Folge zu Ende. Dann kannst du gerne dein AAA machen. Wieso? Ich wollte einfach nur meinen Darm fallen lassen. Was war das denn? Tschüss. Ich hab Feierabend. Ja, das schon.
Was soll das? Was machst du da? Feierabend, hab ich doch gerade gesagt. Barrikade ist... besser. Jetzt ist besser. Wieso liegt dir ein Stuhl vor der Tür? Du hast deinen Stuhl vergessen. An der Tür. Stuhl könnte man jetzt auch wieder zweideutig sehen. Ja. Das ist doch in diesem Spiel gewollt. Ich frag nochmal, wer ist gerade? Ja. Mahlzeit. Guten Appetit gewünscht. Auch beim dritten Mal. Auch es schmeckt noch. Anasihi. Warum sollte das nicht mehr schmecken? Als ob es deswegen nicht mehr schmecken würde, wegen irgendwelchen Stühle und Damen. Was tust du da? Ich hab mich verbarrikadiert. Bei dem Türmörder. Und ich lasse rein. Allein ist auch einsam. Ja, ich weiß, du sehnst dich schon nach deinem Toten. Ja. Ich verzehre mich nach einem Mord von dir. Ja, mit dieser Dach. Wird schon langsam ein Hobby von dir. Ah. Ja. Mord ist dein Hobby. Ja. Ich hätte die Bücher auch schreiben können. Oder die Serie, wie auch immer. Ich glaube, nur bei dir wäre es interessant geworden. Oh, ja. Yeah. Vor allem wäre ich nicht die Gute, die irgendwas aufklären will. Nö, du würdest sie noch. Du würdest den letzten Zeug noch umbringen. Ja, na logen. Gehört doch wohl dazu, oder? Ein guter Mord ist mit toten Zeugen erst dann ein guter Mord. Ja. Ja. Mord ist ihr Hobby. Der Auftragskiller. Ja. Warum gehe ich eigentlich noch arbeiten? Das könnte eigentlich so einfach sein. Jeder hat irgendeinen, den er umbringen möchte. Ich schick dir meine Liste gleich, warte mal. Ich glaube, da steht nur ein Name drauf. Ja. In der Tat. So ein ziemlich aktueller Name. Ja, Powerwitzel. Davon kannst du mal ausgehen. Aber noch nicht. Erst nach der Gegend. Weil du nicht alleine fahren willst? Ganz genau. Danach ist dein Leben nicht mehr. Aber völlig in Ordnung. Dann habe ich noch einmal eine Reise und einmal Gamescom. Also völlig in Ordnung. Ja. Davor muss ich auch gar nicht unbedingt sterben. Nee, davor werde ich es auch vermeiden. Das ist doch nett. Wenn wir. Kann ich mir meinen eigenen Antrag oder selbst ordentlich schreiben. Komme ich bestimmt auch in die Geschichte. Auftragskiller killt Auftragsopfer. Sich selbst. Ja, aber immerhin, ne? Sie nimmt den Job sehr ernst. Plot für sich selbst. Ja, aber es will ich was machen, ne? Na ja, voll schön, dann macht er mit den Ohren. Töten Sie bitte die Powerwurzel. Ach, verdammt. Na gut. Gesagt ist gesagt. Ja. Ich nehme meinen Job. Ich sollte den Slogan rausnehmen. Jeder Auftrag wird erfüllt. Ja. Haha, du hast dich bestuhlt. Irgendwie habe ich Probleme mit meinem Stuhl gerade, ja. Obwohl er so fest ist, aber irgendwie... Wollte ich gerade sagen, so fest, so flüssig, was ist das Problem? Er ist sehr hart, aber trotzdem flutscht er mir immer durch die Hände. Stahlhart, wa? Ja. Auf jeden Fall. Und über meine Witze lässt dann, ehrlich. Wieso, hast du etwa welche gemacht? Nee. Batmob macht ihr alle hier. Na, was denkst du denn? Ich wäre doch nicht Bettenmobi, wenn das so nicht so wäre. So. Da, du hast einen Stuhl liegen lassen. Du Stuhl. Wo ist ein Stuhl? Fast an der Tür. Da habe ich nicht hingestuhlt, Fräulein. Ja, und wie du da hingestuhlt hast, das riecht doch nach dir. Aber interessant, dass du weißt, wie mein Stuhl riecht. Naja, das ist so, wenn du dich länger nicht geduscht hast, dann muss das ja so ähnlich sein. Ich dusche täglich. Ja, das sagen wir. Und siehst du, riecht die Welt auch so schön.
Mann, du blödes Knäuli-Knäuel. Bleib jetzt sitzen da. Ganz chillig, ohne die Hälfte aus der Box zu verlieren. Sehr mies. Warte. Hier war so ganz blöder Dreck unter dem Tisch, das hat man gar nicht gesehen. Ah, ist nicht wahr, erzähl mir mehr. Doch. Und ich erzähl dir nichts mehr. Ich glaub dir nicht. Du täuschst doch noch schon wieder vor. Ich täusche überhaupt nichts vor, als ob ich sowas überhaupt jemals tun würde. Ja. Da vermute ich aber was anderes. Ach, deine Vermutung. Ja, was? Wie kannst du dir sonst wohin schmieren? Nein, ihr schon wieder schmieren. In deiner Darmwand. Ja. Meine Darmwand. Hey, Kollege Schneeschuh, kommst du denn her? Komm mit, ich zeig dir was. Guten Tag. Nein. Was denn? Du blöder Buggy-Typ hier, komm jetzt mit. Mann, du blödes Kackding! Ey, das ist sehr gut hier. Bei mir backt der rum. Dann mach ich nur noch mehr dreckig. Ja, ist klar. Ich raste gleich aus. Geht doch. Mann, markier den Deckel. Pass die Maps auch mal. Der ist immer noch nicht dran. Manchmal, aber nur manchmal. Oh ja, könnte ich auch gerade da ein Lied von singen. Der macht den Deckel nicht zu. Und ich gehe die ganze Zeit wegen diesen Tischen hoch, obwohl die noch 5 Kilometer hinter mir sind. Ich gehe mal wegen denen. Läuft. Geil. Kann man jetzt eigentlich den Deckel hier irgendwie wegmachen? Nö, bei mir hat er nichts angezeigt. Ich hab einen Vollknull. Da. Aber der lässt einfach eine Leiche mit einem Bächen. Ja, bei mir ist die ungespackt. Ja, immer diese Ausrede, das kennen wir ja schon. Ich glaube, die Ausrede, bei mir ist die Leiche rumgebackt, habe ich noch nicht so oft gesagt. Ja. Nö, du sagst ja auch bei jeder Map, bei jeder Folge, mir backt hier was rum, hier buckt da was rum. Hä? Warning, Server, Reaching Net. Ah ja, komm, das haben wir immer. Das habe ich auch. Siehst? Aber die Leiche ist da, wo sie hingehört. Ich bin schon fast. Komm, Amy. Fertig. Miau. Ja, warum nicht? Können wir schon mal einen hinstellen? Na, prächtig. Ein Schuh, zwei Schuh, drei Helm, vier Bürste. Ja, der Raum sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Fünf Becher, die Bechi. Guten Tag. Oha, nur knapp. Button. Yeah, yeah. The kitchen is clean. Yeah. Kino, oder wie ist das schimpft? Schweinebuggy. El Katina. Wieso liegt hier schon wieder ein Darm im Flur? Schon vor meinem Eimertanz. Wirklich? Ja. Ich weiß. Die aber auch immer hinterherräumen muss. Auch nichts Neues. Man mit Leuten arbeitet, die Lepra haben. Die unfähig sind? Ja, das stimmt. Das hast du vor, du hast gekauft, die gesehen, wie du schneidest. Das sah man aber nicht. Hallo, ich hatte beide Arme in einer Hand. Ich hab nur einmal gewusst. Warst du SpongeBob, der sich immer so die Arme so abstecken kann? So? Ja, du kennst die Folge wahrscheinlich wieder nicht, du SpongeBob, Alter. Du Kackbuhnmann. Erzähl, worum geht's? Na, SpongeBob ist ja ein Schwamm, so zufällig. Und er hat in einer Folge immer seinen Arm so abgenommen, so immer so auseinander. Und dann hat er seinen Arm so, seine Arme im Zickzack nachher so in der Hand gehabt, weil die sich ja immer so auch gegenseitig so festgehalten haben. Dann hat er ganz viele Arme in der Hand. Die Folge habe ich bestimmt auch gesehen. Ja. Und
Weil ich, dass ich sie nicht mehr kennen kann, nur ein Grund. Du sagst das jetzt ja nur, weil du Angst vor Prügel hast. Ja, dieses Argument kann man so nicht ausschließen, muss ich ehrlich sagen. Da du auch in etwa meine Größe hast. Vor allem in etwa. Na, ich bin 1 Zentimeter größer. Wow! Ist ja der Birne. Lass mich mal richtige Schuhe anhaben, wenn du warst das mit einem Zentimeter. Wie bitte? Lass mich mal richtige Schuhe anhaben, wenn du warst das mit einem Zentimeter. Was ist das denn? Ich kann auch zum Schuster. Ja. Wo bist du? Wollen wir es wissen? Ja, lass mich an dir knabbern. Jetzt mal dein Halloween-Kostüm wieder auf. Reißt das Maul ganz schön weit auf, kann das sein? Guck dir mal meinen schwammeligen Kiefer an, Mann! Ja, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Njam, njam, njam. Perfekt. Voll Flansch. Das ist mein nächstes Halloween-Party-Hut-Ding. Ja, nicht wundern, wenn du von der Polizei erschossen bist. Deswegen doch nicht. Ich denke, das ist ein Alien. Nee, die sehen mich als ihr eigene. Ich gehöre zur Gruppe. Los, perfekt. War das überhaupt richtig rum? Ja. Bei mir sieht es aus, als ob der Unterkiefer oben ist. Nein. Doch, bei mir schon. Ja, bei mir weiß ich. Ach, du kannst das nie. Ach, was? Public Pup, was ich kann und was ich nicht kann, werden wir in der nächsten Folge erfahren, liebe Powerwisse. Ach ja? Ja. Ist schon wieder soweit, ja? Ja. Wir haben unsere Zuschauer heute genug strapaziert. Oh Gott, hier ist ja nochmal ein ganzer Raum voller Müll. Da bin ich gerade so zufälligerweise reingestolpert. Was machst du das auch? Bleib doch draußen. Ja, aber du nicht. Ich war da schon drin, Klein C. Es war zu spät. Mach auf die Hürde jetzt. Na gut, Leute, wir sagen auf Wiedersehen. Ciao. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine schöne Woche gewünscht. Ganz genau. Tschüss.